Und an diesem Morgen ging es los auf nur eine kleine Tour. Ich hatte nämlich später noch Termine mit der Familie und aus diesem Grunde habe ich mir einfach eine 40 Kilometer Route von Polenza zusammengeklickt. Und ja, ich bin ziemlich überrascht worden, wie schön das Ganze geworden ist, was ich alles gesehen habe unter 40 Kilometern. Aber los geht's. Zwischen Polenza und Alcudia geht es über ein eher landwirtschaftlich geprägtes Gebiet. Mittlerweile sind das, glaube ich, auch alles Fincas, aber mit sehr großen Grundstücken. So kommt man dann ans Meer. Ging es vorbei an der Altstadt von Alcudia. Und nördlich von Alcudia bin ich dann wieder an die Küste, und zwar ans Cap de Pinard. Und hier bin ich wirklich von der Schönheit überrascht worden. Aber schaut doch selbst. Genau, das ist der Abschnitt, den ich euch empfehlen würde, rauf zum Cap de Pinard. Ich bin an diesem Tag nur bis zu diesem Aussichtspunkt hier oben gefahren, aufgrund meines Zeitmangels. Man kann hier noch ein Stück weiterfahren, dann kommt allerdings wohl ein Militärcheckpunkt. Da kann man dann nicht mehr weiterfahren, aber bis dahin lohnt es sich auf jeden Fall. Es ist wunderschön. Schaut es euch an. Kleinere Straßen, nicht so viel los, nur zu empfehlen. Und der Rückweg ist fast noch schöner, weil man hier hauptsächlich bergab fährt und das Meer noch besser sehen kann. Zurück ging es dann wieder durch das flache Agrarland. Ja, passt auf jeden Fall hier auf. Die Straßen sind teilweise sehr eng und nicht einsehbar. Da kann man schon mal von einem Auto überrascht werden. Ja, wenn euch dieses kurze Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen hoch da oder abonniert sogar. Ansonsten alles Gute euch. Stay Cycle Addicted. Ciao, ciao.